Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, auch von meiner Seite persönlich für meine Fraktion, Herrn Kuven, Herrn Abruschat, Herrn Breuer und Thomas Eiskirch, alles Gute für die neue Tätigkeit. Das wird anstrengend, herausfordernd, das wird noch mal ganz anders wie im Landtag. Man kann Ihnen nur Erfolg dabei wünschen für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten, in denen Sie das machen. Dafür jedenfalls auch von uns aus alles Gute. Dann muss ich aber sagen, zu dem eigentlichen Kernpunkt der Debatte, Herr Brockes, Sie haben angefangen und haben das Wort erbärmlich in den Mund genommen. Ich mache jetzt 15 Jahre im Landtag politische Arbeit, auch an dem Thema. Eine schlechtere Rede als die, die Sie gehalten haben zu dem Thema, kann man nicht halten. Das ist also, das Adjektiv geht völlig auf Sie zurück. Es hat nichts zu tun mit dem, was wir an Arbeit da gemacht haben, was notwendig war. Herr Kollege Ellerbrock, Sie sind erfahren, Sie haben Fachkunde in der Landesplanung. Sie wissen doch, dass man an ein solches Problem so nicht rangehen kann. Wie können Sie es zulassen, dass aus Ihrer Fraktion in einer solchen Art mit so einer Fragestellung umgegangen wird? Ich verstehe es nicht. Ich will Ihnen mal ganz klar sagen, um was es eigentlich geht. Es geht doch darum, dass wir in der Braunkohle weit mehr als 40.000 Menschen umgesiedelt haben. Die Braunkohle ist der Energieträger, der das größte Opfer von denjenigen verlangt, die auf diesen Flächen wohnen. Die müssen ihre Heimat aufgeben, deren Häuser werden abgerissen, die müssen umziehen. Das verlangen wir. Und wenn man das von den Menschen verlangt, dann muss man sehr gute Argumente haben, warum sie dieses Opfer bringen sollen. Über 40.000 Menschen in den letzten 50 Jahren. Und diese Regierung hat vor der Frage gestanden, in den letzten beiden Umsiedlungsabschnitten, die in den Tagebauten anstanden, in Garzweiler, im dritten Abschnitt, in Kahlenberg, in Kuckum, in Unterwestrich, Oberwestrich, Beverath, vor der Frage, lassen wir diese Menschen gehen oder nicht? Und der Umsiedlungsprozess in der Braunkohle ist einer, der fängt an mehr als 20 Jahre, bevor die Orte weggehen. Da ist die Entscheidung getroffen worden für Garzweiler 1994, 95. Da wussten die, irgendwann ist es vorbei. Ab da geht in diesen Dörfern das Sterben auf Raten los, weil dann klar ist, man hat keine Perspektive. Und dann kommt der Prozess näher. Und dann bietet hier in diesem Fall die Kommune Erkelenz denjenigen, die umgesiedelt werden müssen, Standorte an. Und dann suchen die sich den Umsiedlungsstandort aus, fahren rum, einigen sich. Auf der Strecke bis zur Umsiedlung 35 bis 40% der Leute gehen vor. Es geht doch nicht das ganze Dorf mit. Das ändert sich alles. Und wenn die dann soweit sind, dann stehen die da und sagen, wir müssen Klarheit haben, weil das Regularium auch so ist, dass die Häuser nicht verkauft werden, nicht aufgekauft werden dürfen vom Bergbautreibenden, dass sie die neuen Grundstücke nicht kaufen können, bevor nicht klar ist, dass es den Umsiedlerstatus gibt, weil die dann ja auch möglichst, diejenigen, die zusammengehen wollen, geschlossen gehen sollen. Und die Entscheidung hatten wir zu treffen für den dritten Abschnitt. Und da sind Menschen auf uns zugekommen, aus allen Positionen, die man haben kann, welche, die gesagt haben, muss das denn wirklich noch sein? Hat die Energiewelt sich nicht total geändert? Müssen wir das Opfer noch bringen? Und andere sind gekommen und haben gesagt, lasst uns endlich gehen. Wir haben seit 10 Jahren abgeschlossen, wir wollen an den neuen Standort, wir haben uns entschieden, aber fällt eine Entscheidung. Und dann wussten wir, die gleiche Frage steht 2 Jahre später an für Holzweiler. Der gleiche Prozess. Und der Prozess ist es auch, der die Menschen mürbe macht. Und dann haben wir nicht aus Willkür, nicht aus Dafke, sondern wir haben in einem vernünftigen Diskurs, so wie man das macht, wenn man Verantwortung hat, gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir das auch zusammen betrachten, weil wir diesen Prozess nicht zumuten können. Und jetzt möchte ich mal einen erleben hier, der mir sagt, die energiepolitischen Bedingungen haben sich von 1995 bis 2015 nicht grundlegend weiterentwickelt und auch verändert. Das kann doch allen Ernstes kein Mensch behaupten. Und dann gehört es zur Arbeit dazu. Wenn ich von Menschen dieses Opfer verlange und wenn ich es begründe, dann muss ich die Grundannahmen überprüfen. Und dann muss ich abwägen. Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, zu sagen, wir lassen den einen Abschnitt der Umsiedlung planungsgemäß laufen. Darauf hat auch die Kommune gedrängt, weil sie Klarheit haben wollte. Teil der Menschen muss gehen und die anderen können. Aber wir gucken uns den vierten auch an, gucken uns an, ob die ganze Tonnage noch gebraucht wird und haben dann entschieden, aufgrund der veränderten Bedingungen brauchen wir weniger Tonnage. Das ist die Erforderlichkeit, die Notwendigkeit. Und dann haben wir vor gut einem Jahr, und es hat eine Unterrichtung dazu gegeben, es hat aktuelle Stunden dazu gegeben, liebe Leute, ich bin 15 Jahre hier, einen Mangel an Diskussionsgelegenheit zu Garzweiler. Und auch einen Mangel, die Entscheidung des Kabinettes mitzubekommen, hat es nie gegeben. Und natürlich...
Natürlich hat der Chef, der damalige, der frühere Chef der Staatskanzlei, hat schon langfristig, ist er ja immer noch, aber auf dessen erste Rede ich mich gleich natürlich freue. Der soll ja auch Lampenfieber haben, wenn er nach hier vorne mal geht. So, der hat den Termin in Erkelenz doch langfristig dem Bürgermeister zugesagt, weil der Bürgermeister von Erkelenz gesagt hat, wir müssen Klarheit haben. Das ist doch kein Komplott der Verschwörung gegen Abgeordnete, die nicht erfahren sollen. Und es bedurfte auch keines Kollegen aus der CDU, damit hingehen zu dürfen. Also so offen ist der Bürgermeister von Erkelenz, er ist ihrer Couleur und auch der Chef der Staatskanzlei, dass man da hingehen kann. Das ist alles möglich und wir haben es immer diskutieren können. Und dann hatten wir in der Koalition, in der Regierung abzuwägen, miteinander, was heißt das für diesen Ort Holzweiler? Der Ort, der über 20 Jahre wusste, dass er nach 2030 wegkommt, bei dem natürlich bestimmte Entwicklungen nicht passiert sind. Kriegt er eine bestimmte Räumlichkeit, damit dort auch noch sowohl Ansiedlung wie Wohnungsbau wie eine gewisse Entwicklung möglich ist? Oder wird er rundherum abgeschält, wie das einige wollen? FDP wollte ihn weghaben. Andere wollen ihm maximal 100 Meter oder weniger geben. Und dann ist es auch vernünftig, und das ist kein Kuhhandel, sondern es ist vernünftig zu sagen, dieser Ort braucht auch ein gewisses Gelände. Und wenn es ein Riesenmirakel gibt, warum diese Landstraße, es ist ja immer toll zu lernen, dass die Opposition mangels eigener Themen sich dann an einer Landstraße L219 oder was festklammert. Wenn man dann weiß, wenn man nur ein bisschen Ahnung hat, dass vom Ort Holzweiler zu den Nachbarorten Beziehungen sind, die verlieren mit Borschen, mich, Immerath und anderem Hinterland. Aber deren Grundschule ist in Kückhofen. Und für die ist natürlich wichtig, dass sie aus dem Ort nach Kückhofen kommen und nicht Riesenumleitung oder Ähnliches fahren, dass diese Flächen auch da sind. Das ist ja auch das Gefühl davon, dass ich noch einen Ort habe. Wenn das alles so ist, dann spricht was Vernünftiges dafür, auch genau diese Beziehung zu erhalten. Und das ist gemacht worden, auch in der Leitentscheidung. Das heißt, Sie sagen, weil Sie es anders nicht haben wollen, Sie sagen Kuhhandel. Und ich sage, wenn man in der Verantwortung ist, dann ist man in der Verantwortung für alle, die davon betroffen sind, auch Entscheidungen zu treffen. Da kriegen die, die 800 oder 1000 Meter Abstand wollen, auch die, die sagen, muss das überhaupt noch sein, nicht alles, was sie wollen. Die Bürgermeister haben sich an die Ministerpräsidentin gewandt und haben gesagt, wir wollen 500 Meter Abstand haben. So, das Unternehmen hat 100 Meter gesagt und dann ist 400 Meter, Frau Präsidentin, ein vernünftiger Kompromiss. Von mir aus hätten wir auch eine Stunde drüber reden können, aber herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.